Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13. Im letzten Part haben sich Sass und Vanille von selbst befreit durch einen kleinen Trick, sage ich jetzt mal. Vanille ist zu einer richtigen Tötungsmaschine geworden, indem sie sich einfach eine Maschinenpistole genommen hat und sich einfach den Weg freigeschossen hat. Ich finde diese Szene einfach nur noch genial. So, und auf jeden Fall können wir hier jetzt weiter, nachdem wir schon unsere Charaktere ordentlich verbessert haben. Like we ain't the only ones cleaning house. Could be Lucy. Could be Fang. Come on, let's hurry. Let's go get rescued. No, not this time. For once in my life, I am going to save her. All right, now you're talking. Let's go. These colors, what's it mean? Means we're doing our job. Making a lot of Psycom guys nervous. Who are they fighting? Anil. Lasst meine Vanille in Ruhe. Wie ist mein Paradigma? Paradigma ist noch so, wie ich es hinterlassen habe. Okay, passt. Lasst meine Vanille in Ruhe. Ich mache ich alle... Oh Gott, dieser Teil. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ui. Hier sind so viele KP. Leute, ich kann nicht anders. Aber hier sind zu viele Gegner. Dass ich hier durchkomme, das dauert locker eine halbe Stunde. Und, ja. Ich würde mal sagen, ich mache hier einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die Gegner besiegt habe. Bis gleich. Okay, da bin ich schon wieder. Ich habe jetzt mal alle besiegt. Bin hier auf der innersten Ebene. Und, ja. Knappe 9000 KP. Das hat sich gelohnt. Hier mal ein bisschen noch auszuflippen. Mal schauen, sind die alle fertig? Nein, beim Heiler bist du noch nicht ganz fertig, Lightning. Da noch TP. Muss aber irgendwo nochmal TP sein. Ah, da ist es. Okay. Dann haben wir da jetzt alles. Okay. Hope. Da hast du alles. Da ebenfalls. Und dann ist es bei dir ebenfalls der Heiler, der fehlt. Und fertig. Fang. Das passt. Das ist es. Das ist sogar eine Fertigkeit. Welche Fertigkeit hast du da noch nicht, Fang? Ja, eine Fertigkeit fehlt dir noch. Welche Fertigkeit habe ich dir beim Verteidiger nicht gegeben? Ui, ich hab Beben vergessen. So, und beim Manipulator. Ah, der Rollenstufenkristall, den ich schon die ganze Zeit vergessen habe. Schön. da müssten wir jetzt eigentlich auch hier alles haben. Ja, dann haben wir jetzt auch hier alles. Ich habe Lightnings Waffe übrigens gewechselt und habe ihr wieder das Gladius gegeben mit der höheren Angriffskraft, weil mich die Aurato Sturmklinge einfach angekotzt hat. Außerdem funktioniert das Gladius gut hier mit dem Streiterreif. Oder, nein, Entschuldigung, mit dem Schwarzgurt oder so. Und dann bekomme ich da physische Schaden nicht nur minus so, sondern hier physische Schaden minus 10 und einfach alles gut, dann passt schon. So, mal gucken, was wir hier bekommen. Ein Idealteilelement. Sexy. Das ist richtig sexy, meine Freunde. Ein Idealteilelement. Das ist, ja. Lecker. So, hier auf der mittleren Ebene ist, glaube ich, kein Item.
Ja, sieht sehr stark danach aus. So, und auf der ersten Ebene, da haben wir jetzt hier ein Item. Einmal hier hinten. Was haben wir denn da Schönes? Einen Weißumhang. Was machst du? Da, Weißumhang. Nebelresistenz, ja, hätte ich mir denken können. Okay, dann können wir jetzt hier weitergehen und da vorne müsste auch schon langsam mal das Ziel dann sein. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt gebraucht habe, um die ganzen Gegner hier zu vernichten, aber ist ja egal. Ein paar Gegner einfach mal kaputt gemacht, wertvolle KP bekommen. Das ist auf jeden Fall sehr gut und vor allem viele Items wieder. Sehr viele Items. Übrigens, für die, die jetzt denken, weil hier so viele Gegner sind, dass man hier dann perfekt leveln kann. Nein, kann man nicht. Der Punkt am Anfang war definitiv viel besser, weil hier viele von diesen riesengroßen Drohnen sind. Oh, ein Kompensator. Ja, diese Drohnen, die dann immer in Dreiergruppen auftauchen und dann braucht man ewig für diese Drohnen. Man kriegt zwar 1000 KP dafür, aber das ist es von der Zeit her fast nicht wert. Geht trotzdem am vorigen Punkt schneller. Jetzt will ich nur kurz nachschauen. Hallo. Da müsste ich den Schwarzgurt ablegen. Und dann bekomme ich... Achso, Peinresistenz. Ah, mein Fehler. Peinresistenz. Ich habe jetzt gelesen, dass ich physische Resistenz 30% bekomme. Das wäre gut gewesen. Colonel, we've lost the intruders. That means we're code yellow. No, wait. Code blue? If we were orange, that would mean... The escapees made it through. They're entering the engine room. No. Damn, let's see. Intruders located. They're on the weather deck, starboard side. Make it rain. Desperate times demand flexibility. Code white. Wunderbar, wir dürfen wieder mit den zwei kämpfen. Da will ich mal kurz das Paradigma, Startparadigma wieder auf die Extermination. Und hier können wir jetzt gleich mal wieder ein paar Werte noch verbessern. Jetzt gucken wir mal. Da ist er fertig. Da ist er fertig. Und da ist er auch fertig. Da bist du nicht fertig. Aber jetzt. Da bist du fertig. Ja, wunderbar. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus, was wir hier mit unseren Charakteren so machen. Igidigidigid. Igidigidigid, da ist ja auch einer. Dann gehen wir halt da hoch. Igid, da ist ja auch hier. Oh, nee, nicht ihr schon wieder. Nein, geh weg. Ich mag diese Panzerstachel... Viecher nicht. Item. Item. Sehr schön, kein Monster bewacht. Oh, eine Phönixfeder. Schick. Wo muss ich eigentlich lang? Karte. Ja, natürlich muss ich da lang. Gut, da müssen wir halt so ein Viech da mal kaputt machen. Das machen wir schon. So, mal kurz Diversionsgefecht.
erstmal Hass, das ist jetzt erstmal wichtig. So, warum willst du erst Hass machen? Warum machst du nicht zuerst Vigilant? So, Fertigkeiten, Vigilant, Sass. Okay. Jetzt kannst du alles andere machen. So. Wunderbar. Wieder auf die Extermination. Oh, der hat schöne Debuffs. Der hat richtig tolle Debuffs. So, und jetzt können wir hier noch ganz gemütlich in den Schock versetzen. Ja, wunderbar. Gehen wir nochmal hier auf die Extermination. Wunderbar. Und jetzt treiben wir einfach mal den Schock in die Höhe. Oh, wobei, so weit kommen wir nicht mal. Wunderbar. Da hinten will ich mich jetzt gar nicht genauer umschauen, weil ich habe zu viel gekämpft. Ach, die schaffen wir doch locker. Ach so, es sind nur zwei. Ah, da fällt mir was ein. Komm mal nochmal her, Brunhildur. Ich konnte dich ja nicht komplett zeigen. Wunderbar. Passt ja perfekt, um nochmal unsere Esper zu zeigen. Diese Bienen oder was, das sind die Nerven. Die nerven brutal, weil die immer so Orkan und Zyklon und bla 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 einsetzen. Und so ein Gedöns halt. Gidi gidi gid. Das ist total igitt. So, jetzt wollen wir den noch irgendwie versuchen, einen Schock zu bekommen. So. So, Feuerkreisel, wunderbar. Jetzt machen wir mal eine Brandbombe. Dann die Turbo-Rotation. Oh yeah. Feuerreifen sind geil. Machen wir nun mal die Feuerreifen. Ich finde die saugeil. Yay. Machen wir nochmal einen Feuerkreisel. So, und das Muspelfeuer. Yay, das ging doch ganz gut, würde ich jetzt mal sagen. Und noch hat das Viech seinen Panzer nicht. Können wir hier noch ein bisschen Schaden machen. Auch wenn der nicht wirklich groß ist. Okay, Panzer ist wieder da. So. Machen wir Hast, Vigilant, auf Sass. Hast, Vigilant, auf Vinyl. So. Wunderbar. Ja, jetzt haben wir doch hier wieder ein paar schöne Buffs. Ah, diesmal hat er nur zwei Debuffs, aber ist auch okay. Vinyl. Das war zu spät. Das habe ich mir schon fast gedacht.
Seth, meinst du, du schaffst es allein? Traust du dir das zu? Nee, das dauert zu lang. Würde gehen, aber dauert zu lang. So, machen wir da erstmal wieder ein bisschen Schaden. Vanille, heil dich mal gescheit hoch. So, hast wie gelernt. Wunderbar. Advoll. Ena. So, jetzt können wir da wieder ein bisschen übertreiben. Ja, greif halt an. So, wunderbar, er ist im Schock und jetzt sollte es eigentlich relativ schnell gehen. Meine Herren. Stopping. And we're decelerating. They up to something? I don't suppose it could just be, I don't know, good luck? That looks a lot more like bad luck. You got a point. Not to me. That we can do something about. Und jetzt sind wir beim anderen Punkt des Spiels. Des Schiffs, sage ich jetzt mal, wo man eigentlich auch noch relativ gut leveln kann, sage ich jetzt mal. Hier kann man ziemlich geil auch leveln. Und das habe ich jetzt aber eigentlich weniger vor. Weil ich jetzt schon viel gelevelt habe. Und ich glaube, ich muss jetzt nicht extra nochmal zusätzlich leveln. Könnte ich zwar machen, dann hätte ich wirklich vorgesorgt, aber es muss jetzt nicht zwingend sein. Mal schauen, wenn ich jetzt noch in den nächsten Minuten zu dem Speicherpunkt komme. Dann könnte ich vielleicht noch mal ein bisschen leveln, wenn ich Lust dann noch habe, irgendwann mal. Ansonsten, nee. Ich bin, wie gesagt, jetzt schon ziemlich gut, ziemlich stark. Und ja, derzeit habe ich brauche ich eine Kristallium-Erweiterung, um meine Charaktere zu verbessern. Aber wie gesagt, dann hätte ich halt ein bisschen vorgesorgt. Aber das ist ja so gesehen erstmal kein Problem. Weil wir eh schon ziemlich starke Gruppen gerade haben. So, jetzt machen wir erstmal die Drohne hier kaputt. Die sind so nervig, die Drohnen. Die Drohnen sind das, was so nervig sind. Weil die immer so lange brauchen, weil die so viel aushalten. Aber dafür geben sie ordentlich Erfahrungspunkte. Da gibt eine gute 300. Aber sie brauchen halt so lang. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die nächste Kristarium-Erweiterung aussieht. Ich würde sagen, das entscheide ich dann mal so, ob ich level oder nicht. Weil ich dann einfach mal nachgucke, wie die nächste Kristarium-Erweiterung aussieht. Und wenn da irgendwas Interessantes dabei ist, dann vielleicht level ich ja dann, um das zu bekommen. Es gibt da zum Beispiel was Tolles bei Lightning. Als Verheerer gibt es was ganz Tolles. Und das wird aber definitiv noch nicht dabei sein, weil es jetzt irgendwo ganz zum Schluss dabei ist. Oh! Ein Windhalstuch. Jetzt sind wir bei einem anderen Thema im Sinne von Waffe. Denn jetzt haben wir die ATB-Geschwindigkeit plus 10. Jetzt lädt unser ATB-Balken nämlich, jetzt füllt es sich nicht nur durch, Schaden auf, den wir dem Gegner zufügen. Nein, sondern jetzt
füllt es sich insgesamt einfach schneller auf. Und das ist geil. Das kann ich euch hier jetzt noch demonstrieren. Das ist richtig geil. Das dann auch noch kombiniert mit Hast. Das ist... Oh mein Gott, ihr seht es, wie schnell das sich füllt. Und wie schnell Lightning jetzt wieder angreifen darf. Oh mein Gott. Oh ja, sowas sieht man gerne. Das sieht man gerne. Och, toll. Ja, und wenn wir jetzt eben nochmal so ein Windhalstuch oder was ähnliches ausrüsten würden, dann hätten wir schon eine ATB-Aufladegeschwindigkeit von plus 30. Und das ist ordentlich. Was macht das Windhalstuch eigentlich sonst? Kampfbeginn, einzelne ATB-Balkenabschnitt gefüllt. Ja, warum nicht? So, hier ist ein Speicherpunkt. Ich werde einfach mal offscreen da mal gucken, was mich denn für schöne Kristallium-Erweiterungen erwarten. Und wenn irgendwas Tolles dabei ist, dann level ich hier halt noch ein bisschen. Ansonsten sehen wir uns genau hier an Ort und Stelle ungelevelt wieder. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Final Fantasy 13 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.